Das wird heute ein kleines Experiment, denn in der Regel machen wir es ja bei den Online-Gästen so, dass wir über ein Thema sprechen, unsere regulären Folge. Und dann wollte ich ja ursprünglich diese Themen in den Podcast-exklusiven Formaten immer noch mal ein bisschen ausweiten. Das hat so halb und halb bislang geklappt, muss ich dazu sagen. Deswegen will ich jetzt mal mit den Formaten auch ein bisschen rumspielen und euch lieben Online-Gaster da draußen ein Best-of der jeweiligen Folge geben, denn in den Folgen selbst sprechen wir ja teilweise eine Stunde und länger über das jeweilige Thema. Das heißt, jetzt hier in diesem Quickie möchte ich damit starten, um halt eben in, na, Bestfall 5 Minuten so eine einzelne Folge mal zusammenzufassen. Starten tue ich da mit unserer Folge zum Thema Manipulation online, denn ja, nicht erst seit Fake News werden im Internet Dinge manipuliert, wird im Internet manipuliert. Jede Form von Werbung, politische Kommunikation und generell Rhetorik ist ja auch eine Form von Manipulation. Kommunikation in der einfachsten Definition ist eine Form von Manipulation, weil wir durch unsere Sprache unsere Umwelt beeinflussen wollen. Da gab es auch einen entsprechenden Beitrag bei socialmediastatistiken.de, Entschuldigung, bei socialmediastatistik.de, wo wir da einfach nochmal näher drauf eingehen. Das Ganze verlinke ich euch in den Shownotes und in den Shownotes bei diesem Beitrag findet ihr halt auch einen Hinweis darauf auf Spontaneous Trade Inference und Spontaneous Trade Transference. Was ist da jetzt nun eigentlich der Unterschied oder Spontaneous Trade? Hä? Manipulation kann ja vielfältig passieren. Und da sind halt eben diese beiden ganz spannende Konzepte. Spontaneous Trade Transference oder STT ist halt, dass wir Eigenschaften oder Ansichten anderer übernehmen, beispielsweise in Gesprächen oder aufgrund von Aussagen, die wir hören. Spontaneous Trade Inference wiederum ist das beobachtete Verhalten anderer, führt halt zu Annahmen über andere Personen. Also bei der Transference übernehmen wir diese Eigenschaften anderer, also jemand anders verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise und wir kopieren das dann irgendwie, beziehungsweise übernehmen es für uns, wenn wir es beobachten oder irgendwie nachahmen senden. Und bei der Inference nehmen wir an, ach, okay, diese Person ist eine blonde Frau, das heißt, alle Klischees über blonde Frauen treffen zu. Das ist ein italienischer Mann, das heißt, alle Klischees über italienische Männer treffen zu. Sofern die sich halt irgendwie verhalten in einer bestimmten Art und Weise. Also prinzipiell, wenn wir beispielsweise jemanden sehen, sitzt in der U-Bahn, eine alte Dame kommt rein und die Person macht dieser alten Dame nicht Platz. Dann nehmen wir halt an, ach, ist wahrscheinlich unhöflich oder Vergleichbares. In der Realität kann es halt was ganz anderes sein, dass die Person vielleicht gar nicht mitbekommen hat oder selbst eine Behinderung hat. Wir wissen es einfach nicht. Aber halt entsprechend dieser Spontaneous Trait Inference, so diese spontanen Eigenschaften, Inferenz, Übertragung, nehmen halt eben an, dass diese Person so ist, weil wir es entsprechend bei ihr beobachtet haben. Und da können wir natürlich noch sehr, sehr viel mehr drüber reden, denn Manipulation findet ja auf vielfältige Art und Weise statt. Und dazu möchte ich euch nur folgende Podcast-Folgen einfach mal mit empfehlen. Das wären, um genau zu sein, bei den Online-Geistern die Folge 11 zum Thema Fake News, die Folge Nummer 16 zum Thema Sex, also halt auch Pornografie online, wie halt denn dadurch natürlich auch anderes manipuliert wird. Was unsere Sichtweisen angeht, Folge Nummer 17, Thema Versicherungen. Folge Nummer 29, Thema digitale Demenz. Folge Nummer 30 zum Thema die heutige Jugend im Internet. Und Folge Nummer 33 zum Thema Manipulation online. Alles klar, dann hat mich gefreut. Mein Name ist Christian. Wir hören uns demnächst wieder.